So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator 2 im Endless-Modus. Und wir sind immer noch hier in unserem, seit letztem Part, in den AMD-Style abgeänderten Workshop. Allerdings glaube ich, nach dem Part ändere ich das auch nochmal zurück, weil wie gesagt, es ist mir einfach, es ist mir zu viel einfach. Ja, aber natürlich machen wir jetzt erstmal mit den Aufträgen weiter, die wir letzten Part hier noch bekommen haben. Ich weiß gar nicht, worauf wir uns als erstes stürzen. Ich hätte gesagt, erstmal beginnen wir hier mit dem PC. Das ist relativ viel Troubleshooting, wie es aussieht, weil ja, da wird irgendwas gesagt mit die Grafikkarte ist kaputt, aber das andere Zeug, was da drin steht, lässt mich eher auf was anderes tippen und es scheint auch nicht die Grafikkarte zu sein. Allerdings scheint es auch nicht der RAM zu sein, mit dem ich jetzt irgendwie gerechnet hätte, sondern das Netzteil vielleicht. Hier, Runi, ein 1500 Watt Netzteil und ist eine R9290 drin. Ja, und das ist auch das Netzteil, okay. Das macht es aber wenigstens deutlich einfacher, das zu reparieren, denn das Netzteil ist ja schnell ausgetauscht. Allerdings, Moment, du wolltest, glaube ich, andere Kabel haben, als die, die wir da gerade jetzt eingebaut haben. Give me a second, we'll fix that. Was wolltest du denn überhaupt an Kabeln haben? Weiße Kunststoffkabel. Okay, das kriegen wir hin. So, wir können erstmal hier die Verbinder nehmen und dann auch weiß Kunststoff. Gucken wir mal so. Hätte gesagt, die hier. Ja, das kann man auf jeden Fall machen, finde ich. So, das hier hinten können wir schon mal zumachen. Und dann bin ich jetzt gespannt, was hier... Tatsächlich, die Grafikkarte ist trotzdem kaputt. Was für ein Abzocker. Er gibt uns $250 Teilebudget. Und dann will er allein, dass wir ein Netzteil austauschen, was über $100 kostet. Und dann jetzt noch eine Grafikkarte, die auch neu 300 kosten würde. Was ein Scam. Voll. Wir bauen einfach das günstigste an, was wir gerade hier haben. Und es ist trotzdem ein signifikantes Upgrade. Also von der R9290 auf eine RX75 zu gehen, das ist so ein geschenktes Upgrade. Was hast du noch für Probleme? Warum sagst du nicht Diagnose, schnell reparieren das durch? Der Lüfter da oben scheint nicht zu funktionieren. Aber er ist halt auch einfach nicht angeschlossen. Ah, er ist aber auch kaputt. So, dann bauen wir halt einen anderen Lüfter rein. Den ich aber auch nicht anschließen kann. Now that's Peak Comedy. Kann ich den wenigstens vorne einbauen? Lass mich raten, wir bekommen dann am Ende eine schlechte Bewertung, weil... Oh, der Lüfter ist ja nicht angeschlossen. Ja, guess what, Spiel. Wenn du dann ein Mainboard hast, was kaputt ist, wo ich keine Lüfter scheinbar anschließen kann, dann kann ich halt auch keinen Lüfter anschließen. Weil ich sehe sie jetzt gerade nicht, aber da unten drunter sind auf jeden Fall Fanheader. Weil wir haben ja eine passive... Wenn ihr einen Heatsink, wir könnten sogar theoretisch sonst einen CPU-Fanheader für sowas nutzen. Es ist echt lächerlich. nee, nicht Frontblende zuerst, sondern erst dieser Staubfilter, dann Frontblende und dann der obere Staubfilter. Ach, wie sehr freue ich mich schon drauf, wenn bei dem Auftrag sich dann gleich beschwert wird. Oder wir können ihn wahrscheinlich ja gar nicht abgeben dann. Das ist toll.
So, du sagst, in letzter Zeit ist er laut. Ich, wir installieren dir natürlich gerne einmal die Lüftersteuerung. Aber sonst scheint es nichts zu sein. Nee. Da gehen wir in den Eco-Mode. Das war's auch schon. Yep. This is still doesn't fix the problem. Okay, dann hätte ich gesagt, fangen wir mal an, ein bisschen tiefer zu graben, was noch los sein könnte. Vielleicht will er auch einfach doch noch mal genau die gleiche Grafikkarte haben, aber ganz ehrlich, dann kann mich das Game mal sowas von. Gib doch keine $300 aus für eine Grafikkarte, wenn der Auftrag mir keine $300 bringt. Wie sieht es mit der CPU an sich aus? Ja, die ist gut. Ach so, RAM habe ich ja schon. SSD ist auch gut. Und Mainboard auch, okay. Sprich, er will, dass ich die Grafikkarte tatsächlich gegen die schlechtere R9290 austausche. Gerne doch. Ah, ich hasse es. Macht sowas von gar keinen Sinn. Also wieder dieser eine. Was heißt der eine? Das ist mal wieder so eine Stelle, wo ich am Game komplett zweifle, weil warum sollte das? In Real Life würde niemand sagen, nein, bitte kauf mir doch nochmal die schlechtere Grafikkarte, anstatt mir ein Upgrade zu geben, was 400% mehr Leistung gibt, gefühlt. Also, ich weiß, eine R9290 zu einer X570 ist jetzt kein so extremer Jump, aber es ist schon ein relativ großer. Du hast mehr VRAM, wir haben die 8 GB-Version hiervon, du hast an sich einen Performance-Jump, du hast einen Efficiency-Jump, du hast längeren Treiber-Support. Es gibt keinen Grund, weswegen irgendjemand diese Karte je nochmal wollen würde. Und dass der Lüfter natürlich nicht funktioniert, ist auch typisch. Gucken wir mal, ob wir zufälligerweise hier vielleicht irgendwo eine R9290 finden. Weil ich habe eigentlich wenig Bock, eine neue zu kaufen. Das ist eine R9280. Ja, das sieht leider so aus, als müsste ich eine kaufen. Letzte Mal, dass ich so einen Scheiß mache, ganz ehrlich. Ich weiß gerade nicht mehr. Doch, es war die für 295 ziemlich sicher. Das kotzt mich einfach an, ein bisschen. Also, was heißt ein bisschen? Hä? Warum? Was meinst du? Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Was willst du denn sonst noch? Seine HDD hinüber vielleicht. Nee. Wir haben jeden Part ausgebaut. Bruder. Da ist nichts broken. Wenn es die Grafikkarte aber nicht war, dann ganz ehrlich, wir können sie ja Gott sei Dank, solange wir sie noch nicht verwendet haben, nochmal für den gleichen Preis, den wir sie gekauft haben, verkaufen. Haben wir zwar die Lieferkosten gehabt, aber hey. Aber das hier geht mir jetzt schon auf den Sack. Vielleicht war ihnen der Lüfter nicht gut genug, kann ich, wenn ich den einbaue, ist es dann ein Upgrade. Er wird wahrscheinlich halt erst als eingebaut gezählt, wenn er halt verbunden ist, aber ich kann ihn ja nicht verbinden, weil es ist ja ein broken Mainboard. Ja.
Ja, das nervt mich jetzt einfach. Das nervt mich jetzt einfach. Also gibt halt keinen Sinn. Wir haben alles erfüllt, was wir erfüllen müssen. Ich werde jetzt wahrscheinlich genau das machen, was wir schon mal gemacht haben. Wir geben den PC zurück, weil die Sache ist halt, also wir werden jetzt eh dafür Geld bezahlen müssen, was mich auch nochmal nervt. Aber ich kann jetzt halt nichts anderes mehr machen, weil die Sache ist, die Aufträge sind ja alle getimed. Sprich, ich kann den nicht, wie wir das früher gemacht haben, als wir in PC Building Simulator 2 schon mal in dem normalen Story-Modus Probleme hatten, habe ich ja den PC einfach genommen und ihn hier reingestellt, so ein bisschen aus Protest, um nach Updates und nochmal Updates und nochmal Updates, die nochmal rauszunehmen und zu zeigen, guck mal, die Entwickler haben nach einem Jahr immer noch nicht die verdammte Scheiße gefixt. Und in dem Fall kann ich es halt nicht mehr machen, weil der Auftrag ja eh morgen rum ist. Oder heute rum ist. Wahrscheinlich ist das auch noch in einem Jahr im Game, weil wenn nichts gemacht wird. Das kotzt mich einfach an. Vor allem, die haben alles andere da drin erledigt. Alle Parts funktionieren. Ja, $5. Ist mir egal. Ich hab die Lüfter auf den Ökomodus gestellt. What? What the actual f***? Ich hab die Lüfter auf den Ökomodus gestellt. Sorry, aber du hast nur einen passiven Kühler für deine CPU. Den kann ich nicht auf Öko stellen. Ja. Also ganz ehrlich, ihr müsst euch nicht wundern, wenn ich irgendwie in näherer Zukunft, als man denkt, ist wieder mit PC Building Simulator 2 sein lassen. Wir hatten ja eine lange Pause schon zwischen Ende vom Story-Modus und bis wir dann hier mit dem Endless-Mode nach dem Update da angefangen haben. Da war ja eine Pause zwischen. Das hier geht mir so auf die Nerven. Weil gefühlt jeden Part hast du irgendwelche Probleme, für die niemand was kann, außer das Game selbst. Das macht halt einfach gar keinen Spaß. Natürlich regt man sich darüber gern auf, weil das trivialere Sachen sind, als man sich sonst über den Tag so über Sachen aufregt. Aber es nervt mich einfach von dem Standpunkt, dass jemand ein Simulationsgame macht und dann halt basically alle Punkte, die mit Attention to Detail zu tun haben, vergisst. Alle. Also wirklich alle Punkte. Das ist halt nicht mal halbherzig seinen Job machen, finde ich. Wir müssen gleich erstmal gucken, wir müssen RAM installieren. Ich habe gesehen, ich habe nur 32 GB RAM gekauft. Sprich, wir müssen nochmal ran. So, war ja 64. Dann hätten wir das aber Gott sei Dank auch erledigt. ...64 GB. So, dann kann die I.O. nochmal dahin. Sehr gut. Und dann sollten wir, glaube ich, hier auch nochmal Kabel austauschen. Genau, Kunststoff weiß. Das kriegen wir doch hin. Ah, nee, Moment. Das hier war Kunststoff weiß. Das ist ja der, den ich abgegeben habe. Hier. Kunststoff Blau ist hier. So, was hast du sonst noch? Mein Budget ist $100 limitiert. Das
Haben wir nicht geschafft. Oh. Oh. Ja. Also nicht gerade zufälligerweise hier irgendwo 9700 K im Angebot. Nee. Hier komme ich irgendwie an RAM, der günstiger ist. RAM 16. Was haben wir denn momentan drin? 3600, der kostet $63 pro Riegel. Der kostet $37 pro Riegel. Ich glaube, dann müssten wir gerade so es noch packen. Kostenmäßig. Zumindest können wir es probieren. So, 16, 32, 48 und 4. Nein, scheiße, wir sind trotzdem drüber. Ach nee, stimmt, das sind ja noch. Das sind ja bei PC Building Simulator 2 immer 10% noch Marge drin. Habe ich vergessen. Aber trotzdem. Bisschen lächerlich. Also auch in diesem Fall die direkt nächst bessere Hardware nicht bezahlbar ist eigentlich für diesen Auftrag. Aber gut, damit hätten wir theoretisch das alles gemacht. Jetzt machen wir hier nochmal auf und tauschen die Kabel aus. So, das müssten alle gewesen sein. Und du wolltest blau. Blauen Verbinder finde ich sowieso relativ schick. Und dann hätte ich gesagt, nehmen wir hier die hier. Ich habe eigentlich gedacht, matte Kabel gäbe es, so richtig matte, aber naja. Nicht wirklich. Apparently. Sonst hattest du vor allem noch das Problem, dass das Ding zu heiß ist. Das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Sprich, die Lüftersteuerung muss drauf. Bitte, da unten ist sie doch. Und wenn wir gerade schon dabei sind, können wir auch gerade noch RGB-Software drauf packen. Das geht ja ganz flott. Die stellen wir mal auf blau. Und deine Lüftersteuerung stellen wir über auf Leistung. Nein, ich möchte eigentlich gerne das und das machen. So, jetzt hat er es gemacht. Ja, alles auf Leistung. Alrighty, dann ist der Auftrag eigentlich hoffentlich soweit auch durch. Den können wir sogar abgeben. Hier ist endlich nochmal jemand, der glücklich ist. Also ich hoffe natürlich, es kann natürlich sein, dass ich irgendwo mich beim letzten PC nochmal irgendwo verguckt habe und irgendwas falsch gemacht habe. Ihr werdet es mir in den Kommentaren eh sagen. Aber ich bin mir eigentlich 99% sicher, dass ich oft genug nochmal drüber gelesen habe, um zu sehen, dass es nicht geht. Also insofern, take that for what you will. Ich hätte gesagt, wir schauen nochmal hier bei den täglichen Schnäppchen hier rein. Ich weiß, da waren wir eben schon mal, aber da habe ich nur nach gewissen Parts geschaut. Kann ja trotzdem sein, dass irgendwas ein guter Deal ist. 12.700K, aber leider kein funktionierendes Mainboard. Ein bisschen DDR5-Rahmen, gutes Netzteil. Okay, es ist jetzt nicht so wirklich interessant. Gucken wir mal in unser Inventar.
Wir hätten noch Z96 Mainboards. Aber wir haben auch mindestens eine CPU ja eh schon dafür. Aber ich behalte es mal gerade im Auge. Aber sonst haben wir hier nichts mit. Nee. Ich glaube, das Ding kaufen wir. So, was haben wir hier? Z390, 8400. 2 RTX 2080, super. Arctic Liquid Freezer 240, aber leider auch 1000 Dollar, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Dass die, dafür, dass die CPU so outdated ist. So, was haben wir hier? Basically das gleiche, nur ein wenig higher-end CPU dafür ein lower-end Mainboard. Auch so mediocre eher. Das da ist ja wieder eine 3070, ist okay, aber ist nicht. It doesn't blow me away. War ein schickes Case. Der PC hier ist Müll, basically, und der hier ist jetzt auch nicht super interessant. Halt die GPU ist halt shit. Wir kämen halt wenigstens ein Z95 Mainboard, ne? Und ein I.O. Case ist halt auch uninteressant. Wie sieht es denn da bei Mainboards aus? Was haben wir denn hier? Wir hätten halt nichts mit Z590. Wir haben auf jeden Fall eh schon eine CPU, die wir da loswerden wollen. Hier unseren 10.400. Vielleicht doch einen Blick wert. Aber weißt du was, warum nicht? Ist nur $330. Das ist schon okay. Gut, aber ich würde sagen, für den heutigen Part von PC Building Simulator 2 im Endless Mode soll es das erstmal wieder gewesen sein. Wie gesagt, im nächsten Part sehen wir uns mal wieder mit einem normaleren Workshop als diesem hier. Das ist, wie gesagt, einfach ein bisschen viel. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst mir natürlich gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.